Hallo, ihr Hübschen. Kennt ihr das auch? So ein Scheißegal-Gefühl, so ein mieses Gefühl, so, mir ist alles egal und das ist mir wurschtpiepigal oder das ist scheißegal, ich habe keinen Bock mehr und keine Ahnung, wie auch immer. Also so ein Gefühl habe ich gerade so. Also das ist mir gerade so, Gefühl habe ich so, das geht hoch und wieder runter und dann denke ich mir, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Also wirklich, also ich habe auch schon überlegt, ob ich diesen Kanal hier einstampfe und sage, ich höre jetzt auf mit YouTube und höre auf mit allem, was mir im Kopf so vorschwirrt, so auch meine Wünsche und so. Und ja, ich weiß, also ich denke mal, ich weiß, woher das kommt. Weil so ein paar schlechte Nachrichten so gerade auf den Weg so sind oder auch überhaupt so da sind und auch so Themen, wo ich dann denke, warum, Leute, warum? Warum kommt das so? Warum ist das so? Warum, verdammt nochmal? Das kommt immer so, warum, warum? Kennt ihr das auch? Also ich meine, so eine Frage so wie und warum und weshalb und das ist doch scheißegal oder irgendwie so auch, wie auch immer. Das kommt auf jeden Fall so gerade so immer über mir. Und dazu kommt noch eine Person in meinen Kopf die ganze Zeit. Also ich meine, diese Person, die, vor dieser Person möchte ich auch mal sagen, also ich sage jetzt hier weniger Namen, aber ich verneige mich vor dieser Person und sage super, toll, Dankeschön und wundervoll, was du alles schaffst und machst und wie auch immer. Und trotz alledem denke ich mir, wieso, warum ist sie in meinem Kopf, diese Person? Warum kommt sie mir immer über und warum sehe ich sie überall? Ich meine, so fast überall. Ich meine, ich bin im Internet und dann, ja, postet diese Person was oder sie schreibt was oder es gibt ein neues Video oder was auch immer. Und ja, diese Person ist einfach in meinem Kopf hin und wieder oder öfters. Und nicht nur öfters in meinen Kopf, sondern auch in meine Träume. Also ich möchte einschlafen, das ist auch das Problem manchmal, wo ich dann denke, ich möchte jetzt schlafen, Leute. Besser gesagt, ne, auch diese Person, dann sage ich so, ja, ist alles klar, ich habe dich jetzt gesehen, ich habe dich wahrgenommen in meinen Gedanken, in meinen Traum. Ich meine, in dem geradewegs, wo ich einschlafe und dann sage ich so, ich schicke dich jetzt wieder nach Hause, geh wieder dahin, wo du hingehörst und ich schicke dir dann auch noch dazu einen wunderschönen Engel, den du jetzt benötigst, für was auch immer. Das ist deine Sache, ob du den annimmst oder nicht. So, und dann habe ich das, also das mache ich dann im Kopf, ja, und auch in meinen Bildern und dann sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen, wie auch immer. Und schlafe dann auch irgendwann ein, denke ich, also eigentlich schon. Aber es dauert schon eine ganze lange Zeit, also das ist echt. Und dann denke ich mir aber auch, also ich meine, man könnte sie ja auch mit einer anderen Sache wegschieben oder wegschlagen oder wie auch immer, zumindest in dem Traum und oder in dem Gedanken und in dem Einschlafmodus, wie auch immer, habe ich mir so gedacht, ja. Aber dieser Gedanke so, dass ich dann sage, so jetzt, ja, geh nach Hause, geh dahin, wo du hingehörst, sozusagen und ich schicke dir noch einen Engel dazu, weil es gerade so schön ist. Und dann danke ich schön und jetzt gehe ich schlafen, so in der Art, ne? So, das ist halt gerade, das sind halt gerade meine Themen hier, also, oder das, was mir hochkommt, erstmal dieses Scheißegal-Gefühl oder besser gesagt, dieses, ist mir alles wurscht, piepigal und diese zwei, also Wörter so, warum, wieso, weshalb, wie auch immer. Und halt diese Person, wo ich dann denke, ja, schade, dass diese Person, also ich meine, ich verfolge sie halt ein bisschen, also besser gesagt, wir sind irgendwie sind wir halt verbunden, kann ich mal sagen. Und ich frage mich dann immer, wieso antwortest du mir nicht? Oder, naja, ich weiß es ja, wieso, weil jeder hat seinen eigenen Weg und seine eigenen Themen und seine eigenen Sachen zu erledigen, was auch immer in seinem Leben sozusagen. Das weiß ich ja, aber trotz alledem, also ich meine, ich habe von der Person auch eine E-Mail noch gekriegt, irgendwann, vor ein paar Tagen. Und da kam so ein Gefühl auf, so, und dann dachte ich, und jetzt kommt so ein Gefühl auf, jetzt ist aber genug, jetzt kannst du mal wieder gehen. So ist das irgendwie in mir gerade. Und ja, ich weiß nicht mehr weiter. Ich sag nur, ist mir eigentlich scheißegal. Diese Person kann in meinem Kopf bleiben oder weggehen oder
wie auch immer, und dann ist mir irgendwie also alles andere scheißegal. So, eigentlich nicht scheißegal. Also das ist mir, also das, dieses Gefühl war und ist halt in mir gewesen oder kommt halt gerade so hin und hoch und hin und her, so ping pong, ne? Also ihr könnt euch gerne mit mir austauschen darüber in den Kommentaren, ob ihr auch mal so ein Gefühl hattet, irgendwie so ein Ping-Pong-Gefühl so, oder so ein Scheiß-Egal-Gefühl oder so eine Person, die andauernd in deinen Kopf kommt, ja, oder auch in deinen Träumen, und dann denkst du, was möchte diese Person jetzt sagen oder was möchte sie dir damit zeigen oder will sie einfach eigentlich nur, dass sie weniger Kontakt mit dir haben möchte oder wie auch immer, wo man das ja auch irgendwie sagen könnte. Man könnte das ja auch schreiben. Man könnte mir auch eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht kommen lassen, wie auch immer, Facebook, Instagram, Twitter, und sagen, hey, lass mich in Ruhe, schreib mich nicht mehr an, ich will jetzt meine Ruhe haben, wie auch immer. Aber so eine Nachricht habe ich bisher noch weniger bekommen. Finde ich auch schön eigentlich, aber andererseits denke ich mir, ja, wir hatten uns zwischendurch auch mal ausgetauscht, aber naja, das ist halt so das Gefühl gerade bei mir. Und das wollte ich euch erzählen. Ach ja, und dann habe ich das gesagt gehabt, dass ich jetzt das Gefühl auch hatte, dass ich diesen Kanal hier schließen wollte und auch alles andere. Ich wollte mich sozusagen erlöschen im Internet sozusagen. Ich wollte mein Facebook-Profil deaktivieren. Ich wollte diesen YouTube-Kanal hier deaktivieren oder wie auch immer, oder privatisieren. Und auch alle anderen Sachen, die ich so irgendwie mal hochgeladen habe. Wobei, es sind ja auch viele alte Sachen da, die ich gar nicht selber mehr rausbekomme. Und andere Sachen, also ich meine, nur so ein Tipp, ich google mich halt gerne selbst. Und dann sehe ich da hin und wieder mal was ich ja selbst noch nie so hochgeladen habe. Sondern, das also schon hochgeladen, aber das halt irgendwelche Leute so noch benutzen. Von mir sozusagen. Wo ich dann denke, sehr interessant. Okay, kein Problem, komme ich wohl mit klar, aber irgendwie denke ich, naja, denke ich da über die ganze Zeit so drüber nach und klatsche mir in die Hände und lache mich manchmal auch kaputt, denn ich kann euch noch mal sagen, also ich hatte ja so ein Twitter-Profil letztes Jahr, via Fake, könnte ein Fake sein, könnte auch echt sein, weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich gerade zur Zeit bei Instagram noch so ein tolles Thema, das mir Harry, also dieser Prinz Harry von England, also es gibt ja viele Profile von ihm, in Anführungsstrichen, aber es haben mich jetzt schon zwei angeschrieben, ob das der gleiche ist oder nicht. Diese gleiche Person, die sich als Harry ausgibt. Oder ich habe schon gesagt, es ist Harry Potter, nur in Gestalt des Fotosachen von Prinz Harry. Und er schreibt mich halt auf Englisch an und hat mich sogar nach meinem Namen gefragt, wo mein Name steht ja eigentlich auf dem Profil, ne? In Anführungsstrichen. Und das hat mich auch ein bisschen so... Naja, hat mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe auch zwischendurch geantwortet und habe bei einem sogar geschrieben, ich rufe da mal deine Mutter an. Weil ich nicht nur denke, weil ich auch weiß von meinem Gefühl her, dass es einfach irgendjemand ist, der sich gerade als Harry ausgibt. Harry oder Harry, wie auch immer das ausgesprochen wird auf Englisch. Ja, so viel dazu. Und ach, das noch dazu, dieses eine Twitter-Profil, das ist, mich auch noch verfolgt und mich angeschrieben hat, das gibt es natürlich immer noch, genauso wie jetzt diese Person noch ein Instagram, also das hat jetzt zwei Twitter-Profile und zwei Instagram-Profile, wo ich mir dann auch so ein bisschen Gedanken mache und denke, wer klaut denn da jetzt die Bilder? Weil man könnte sich jetzt auch als anderes jemand ausgeben. Ich meine, ich hatte auch so nicht den Gedanke, aber... doch schon ein bisschen den Gedanke so, ich hole mir jetzt irgendein Bild von euch oder von irgendjemand anderes und dann gebe ich mich als was weiß ich wen aus. Aber, ich bin halt, also mich gibt es halt schon dreimal im Internet, also reicht das ja auch, ne? Erstens dazu und zweitens dieser Gedanke halt, dass ich alles löschen wollte oder deaktivieren. Ich weiß ja nicht, also ich meine, ihr könnt mir ja erstmal berichten, was ihr dazu haltet, erstens, und zweitens, ob ihr auch mal so ein Scheißegal-Gefühl hattet oder zwischendurch mal habt. Und ob ihr, ja, ob euch irgendwie in den Träumen irgendwelche Personen verfolgen. Ob ihr das auch schon mal hattet? Keine Ahnung, ich frage euch jetzt einfach mal, weil, ja, weil mir das gerade so kam und ich wollte das einfach euch mal erzählt haben. Auch wenn ich mich auch wieder 10.000 Mal wiederholt habe, in Anführungsstrichen, habe ich gerade das Gefühl. So, ja, so viel dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Bis dann.